Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 25. Oktober 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute mit den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Ja, und das ist sehr interessant, weil hier einige interessante Konstellationen am Wochenende sind, vor allem weil es ja auf den Neumond zugeht, der am frühen Montagmorgen sein wird. Die Sonne ist ja jetzt erst seit kurzem im Zeichen Skorpion, jetzt hier im zweiten Grad. Und der Mond ist heute Morgen am Freitag in der Jungfrau. Und wir sehen, der Abstand zwischen Mond und Sonne ist schon relativ gering. Dieser Abstand wird sich dann bis Montag in Null auflösen. Ja, mit dem Mond in der Jungfrau beginnt halt der Freitag damit, dass wir mit Mond in der Jungfrau steht eigentlich so Arbeit, Alltagsbewältigung, kleine Erledigung. Bewusstheit in den Alltag zu bringen, Ernährung, sozusagen so eine Art Wellness für Körper, Geist und Seele auf dem Programm über den ganzen Tag eigentlich. Erst am späten Abend um 22:51 Uhr wechselt dann der Mond ins Zeichen Waage, wo er dann auch am Wochenende sein wird, also mit dem Mond in der Waage auf den Neumond zu gehen, spielen hier Beziehungen nochmal eine wichtige Rolle am Wochenende. Der Ausgleich, auf andere zugehen, Harmonie und Frieden suchen, das sind wichtige Themen. Da passt auch, dass die Venus heute Morgen im Sextil zu Pluto steht. Auch hier können nochmal positiv auch Wandlungen in unserem Selbstwert, aber auch in unseren Beziehungen angestrebt werden. Dann ist am Sonnabend der Mond in der Waage, trifft dann am Abend um 21:48 Uhr auf Mars und steht dann um 22:34 Uhr am Sonnabend im Quadrat zu Saturn. Also möglich, dass es hier zu leichten Auseinandersetzungen oder Konflikten mit anderen am Sonnabendabend kommt. Möglicherweise aber auch die Chance, diese Konflikte oder Gegensätze auch auszugleichen. Währenddessen bewegt sich Mars hier in der Waage ins Quadrat zu Saturn. Dieser Aspekt ist am Sonntagnachmittag exakt, läuft also bis Sonntagnachmittag darauf zu. Danach wird Mars in den nächsten Tagen dann auch ins Quadrat zu Pluto laufen. Er aktiviert hier also schon diese Verbindung von Saturn und Pluto, die ja dann im Januar exakt werden wird. Das Quadrat von Mars auf Saturn kann auf der einen Seite bedeuten, dass wir hier auch anstrengende oder Disziplin und Beharrlichkeit erfordernde Arbeit leisten können, kann aber auch bedeuten, dass wir hier an bestimmte Grenzen kommen. Grenzen, was eben auch vielleicht bedeutet, mit Mars in der Waage, Grenzen unserer diplomatischen Bemühungen um Ausgleich. Vielleicht merken wir, es geht hier einfach an bestimmten Stellen nicht mehr weiter, müssen dann auch die Grenzen, die uns gesetzt sind, dann vielleicht auch akzeptieren. Am Sonntagabend dann um 21:30 Uhr ist dann auch die Reise des Mondes durch die Waage beendet und der Mond wechselt dann in den Skorpion, wo es dann am Montagmorgen um 4:40 Uhr zum Neumond kommt. Währenddessen bewegt sich die Sonne im Skorpion in die Opposition zum Uranus. Eine Konstellation, die dann auch in dem Neumond-Horoskop zu sehen ist, auf das ich jetzt hier mal umschalte. Hier also das Neumond-Horoskop vom Montagmorgen 4:39 Uhr genau genommen. Wir sehen hier Sonne und Mond im fünften Grad des Skorpions vereint. Ein neuer Sonne-Mond-Zyklus beginnt im Skorpion. Im Skorpion, einem sehr emotionalen Wasserzeichen, wo es um die Tiefe geht, wo es um Wandlung in der Tiefe geht, wo es um die Transformation und auch die Umwandlung von Ängsten, Zwängen, Schattenanteilen geht, die wir uns hier sehr schön bei uns oder auch anderen angucken dürfen. Besser, wir bleiben damit bei uns, anstatt wir es auf andere projizieren.
Gerne schaut man ja nicht auf seine eigenen dunklen Bereiche, auf seine Schatten oder Ängste und so. Ist es oftmals leichter, andere dafür verantwortlich zu machen. Aber damit sind wir ja in der Falle und kommen für uns ja auch kein Stückchen weiter. Dieser Neumond hier eben in Opposition zu Uranus im Stier, was eben auch bedeutet, hier geht es auch um Freiheit. Und hier gilt es für uns, einen Kompromiss zu finden oder eine Entscheidung zu treffen. Gehe ich emotional in die Tiefe, binde mich damit vielleicht auch an meine Gefühle oder meine Triebe, oder löse ich mich von denen und befreie mich davon mit Uranus. Andererseits besteht auch die Gefahr von Übersprungshandlung, von Projektion, von ich will das nicht fühlen, deswegen gehe ich da raus und flüchte in irgendwelche Aktivitäten. Hier wäre es besser, auch tatsächlich die Dinge zu fühlen und zu beobachten und dann aus einem gewissen inneren Abstand heraus mehr die Freiheit zu suchen. Wir sehen hier auch im Neumond-Horoskop auch das Quadrat vom Mars hier auf Saturn, was eben auch bedeutet hier, dass es darum geht, vielleicht bestimmte Grenzen anzunehmen, aber auch hart daran zu arbeiten, vielleicht auch diese zu erweitern. Genau das Gleiche gucken wir uns jetzt nochmal von einer anderen Sichtweise an, vor allem auch, weil nämlich am kommenden Donnerstag Merkur rückläufig wird und das können wir hier, diese Bewegung können wir hier schon ganz gut sehen. Nur mal kurz angedeutet, hier sehen wir den Verlauf der Planeten vom 24., also von gestern bis in den Januar hinein. Und hier sehen wir, das ist die Linie des Merkur. Hier sehen wir, dass Merkur hier immer langsamer wird, am Donnerstag rückläufig wird, dann eine ganze Zeit lang rückläufig ist, bis zum 21. November. Dann wird er wieder direktläufig. Braucht dann aber bis irgendwie in den Dezember hinein, um wieder den Grad zu erreichen, den er bei seiner Rückläufigkeit innehatte, also eine Phase der vertieften Innenschau. Der rückläufige Merkur am Skorpion lässt unseren Blick nochmal ganz klar und radikal auf bestimmte Schattenbereiche, wie eben angesprochen, ruhen. Was wir ja auch sehen können, ist hier beispielsweise auch schon der Jupiter, Jupiter, der sich ja im Schützen bewegt und der hier jetzt im Anfang Dezember den Schützen verlassen wird und in den Steinbock wechseln wird. Wir sehen auch, wie hier wie Saturn und Pluto aufeinander zulaufen, beziehungsweise Saturn Pluto einholt, den er dann hier am 12. Januar treffen wird. Das werde ich natürlich zu gegebener Zeit alles noch genau besprechen. Hier sehen wir auch den Neumond, die Sonne, die hier am 28. im Neumond ist. Soweit also zu den Konstellationen am Wochenende. Es ist bestimmt spannend, der Neumond ja im Skorpion, die tiefstmögliche Position, die wir im Jahr erreichen können. Hier haben wir wirklich die Chance, einmal auf bestimmte Bereiche von uns zu schauen, die wir sonst nicht so gerne ansehen. Und eben auch mit dieser Wandlungskraft des Skorpions haben wir auch die Möglichkeit, uns hier von der einen oder anderen Geschichte zu befreien. Das gilt vor allem auch für unsere Glaubenssätze, denn die Welt gestaltet sich ja viel mehr nach dem, was wir glauben, als danach, wie es wirklich ist. Und manchmal sind unsere Glaubenssätze noch aus der Kindheit übernommen. Ich bin nicht gut genug, ich werde nie einen tollen Partner finden, ich werde nie Geld haben. Und diese Glaubenssätze können wir uns gut angucken und erkennen, ob diese noch realistisch sind. Und wenn nicht, haben wir die Chance, diese umzuwandeln. Also, ein spannendes Wochenende steht uns bevor. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende, ein interessanten Neumond und melde mich dann am Montagmorgen wieder zum Tageshoroskop für die neue Woche. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.